Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und die Isabelle ist auch da. Wir sind zu zweit. Der Michi, der ist heute unterwegs. Und wir spielen wieder Minecraft. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir dann zu zweit sind in der nächsten Folge. Und ja, genau. Ich habe ja in der letzten Folge Angeln gebaut und ein Boot. Ich wollte mal ein bisschen angeln gehen. Und dann werden wir dann wahrscheinlich in dieser oder in der nächsten Folge dann noch anfangen, mir mal ein Haus zu bauen. Pass auf, da ist eine Spinne. So, die Fackel. Ich hatte mit dem Michi überlegt und der Michi so, wir müssten eigentlich jetzt mal komplett das Haus zustapeln mit Sand. Aber das haben wir dann nicht gemacht, das wäre kacke gewesen. Aber schickes Haus hast du hier gebaut. Ich glaube, so schön kann ich nicht bauen. So. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal ein bisschen angeln. Das wollte ich ja mal machen. Ich denke, die Isabelle wird weiter an ihrem Haus arbeiten. Gehe ich davon aus. Ich kann ja noch welche mitbringen. Was willst du für welche haben? Hier sind große Lilane. Große Lilane sehe ich hier. Ich nehme die mal mit. Hier. Kannst du haben. So, und wir versuchen mal. Ich weiß nicht, ob es geht. Okay, das geht. Wir haben einen Fisch gefangen. Wahnsinn. Fahren wir mal ein bisschen weiter raus. Da ist die Chance wahrscheinlich höher, dass wir hier was fangen. So, ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Folge mit dem Angeln verbringen, das wäre, glaube ich, zu langweilig. Aber so 5 Minuten mal ein bisschen rumangeln, das geht schon. Und dann schauen wir mal, dass ich irgendwie ein Haus baue. War gerade was dran, ich hab's aber verpasst. Scheiße. Da haben wir wieder was. Jetzt haben wir einen roten Fisch gesammelt. Gefangen. Wir haben Nemo gefangen.
Ich glaube, hier wackelt was an meinem Boot oder so. Ich weiß nicht, das sah gerade so aus. So, noch ein Fisch. Also wir sind ein erfolgreicher Fischer. Das ist schon mal gut. So, okay, das reicht. Das reicht fürs Erste. So, da drüben ist das Baumhaus. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mein Haus bauen soll. Muss ich mir auch noch was überlegen. Irgendwas Gutes. So. Hätten wir das. Wir müssen auch noch ein paar Kühe schlachten. Wir brauchen noch Leder, glaube ich, für Bücher. Dass wir die Zauberstelle da fertig machen können. Hat echt schon krass gestellt angenommen hier die Welt. Oder das Stück davon. Mal gucken, die Mauer müsste man dann irgendwann anfangen fertig zu machen. Aber das ist ja nicht mein Projekt. So, Fisch. Tu mal rein hier. Das Leder. Das Ei. Den Faden. Und das. So, sind wir das schon mal los. Gut, überlegen wir uns mal. Gehen wir erstmal schlafen. Hast du ein Bett? Ja, die habe ich alle abgeräumt. Ich glaube, hier ist noch eins drin. Nee, ist auch keins drin. Mit bei dir schlafen. Ist sie gemütlicher. So. Wie ein altes Ehepaar, Betten auseinandergeschoben.
Das kriegt er, glaube ich, nicht mit. Ja. Ich hab da mal ein Bett reingestellt. Also, mal so nebenbei. Haben wir jetzt gar kein Leder gekriegt von der Kuh? Krass. So, okay, Leute. Ja, wir wollen anfangen, Haus zu bauen. Ich guck mal, was hier. Wir haben nur Birkenholz. Okay. Dann müssen wir mal uns Holz besorgen gehen. Und zwar nehmen wir auch mal was mit. Und zwar Eiche und Fichte. Davon gehen wir mal ein bisschen was ansetzen, dass wir wieder neues Holz bekommen. Nachhaltige Abrodung. So, zack, zack. So, haben wir hier ein paar Bäume. Die drei kann ich auch noch setzen. Dann setzen wir die hier. So, haben wir mal ein paar Bäume gepflanzt. So, was kann ich euch mal erzählen? Ich habe heute eine Verlosung gestartet. Also, die läuft noch nicht, die kommt dann erst ab 100 Abonnenten. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich die 100 Abonnenten schon voll habe. Ich hoffe es jedenfalls, das wäre natürlich ganz cool. Falls nicht, dann abonniert mich. Aber dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Weil ich habe so viel vorproduziert, dass es sein kann, dass die Folge dann schon, oder dass die Verlosung dann schon vorbei ist. Ansonsten, wenn ihr seht, dass es noch keine 100 Abonnenten sind, einfach abonnieren und dann nehmt ihr automatisch teil. Dann seht ihr das ja, wenn es losgeht. So. Hier stehen über noch so halbe Bäume rum. Was wollen wir eigentlich von Holz verarbeiten? Das weiß ich selber noch nicht. Wir werden sehen. Und vor allen Dingen, wo wollen wir das Haus hinbauen? Das weiß ich selber noch nicht. Muss ich auch noch gucken. Vielleicht hier unten so hin. Dann mache ich ein bisschen frei. Guck mal, hier ist voll die Höhle. Aha. So, was ist das für ein komischer Baum hier? Voll zugewachsen. So.
Wir nehmen direkt alles mit, was hier unten steht. Mache ich ja immer so. Ich tue dann immer gleich alles mitnehmen, was geht. Dass ich nicht 3 Folgen lang hier rumjungeln muss. Zum Holz sammeln. So, hier hängen überall die Spitzen jetzt noch rum. Das, naja. Ist so scheiße, aber ist halt so. Steht übelst viel verschiedenes Holz rum, ey. So, es sollte, glaube ich, erstmal reichen. Ich mache den hier noch weg. So. Und bauen werde ich. Hier daneben vielleicht. Es ist. Müsste ich hier so durch. Ja, okay, warte mal. Ich hole mir mal ein bisschen Erde. Also ein bisschen viel Erde. So. Zack, das bringen wir schnell weg. So. Dann fülle ich hier mal die Erde auf, würde ich sagen. So. Ups. Da sind wir immer abgestürzt. Soll vorkommen. So, ja, ich glaube, ich mache hier die komplette Fläche, also hier so lang mache ich ein bisschen nach hinten und dann hier so rum. Dann sollte das, glaube ich, reichen. Ja. So. Es wird, glaube ich, dunkel. So, wir sollten mal schlafen gehen.
Tag ist vorbei. Wir haben viel gearbeitet. Wir sind voll die Bauern. So, brauchen wir einen neuen Erdeblock hier. Haben wir schon ein Stück Fläche geschafft jetzt hier. So, gucken wir mal. Machen wir weiter. Das nehmen wir mal wieder weg. Die Erde wird nicht reichen. So wie es aussieht. So, soll die genügen? Machen wir weiter. Einmal Erde haben wir noch. So, scheint, als wird die ganze Folge jetzt nur damit sich darauf belaufen, dass wir hier ein Fundament bauen für die Wohnung, für das Haus. Aber naja, es muss. Was muss, das muss. Aha. Hier wird eine Lampe gebaut. Ja, ich war sehr viel Glowstone sammeln. Aber das habe ich offstream gemacht. Ich brauche auf jeden Fall eine viel größere Fläche, das wird nicht reichen. Ich will mir auf jeden Fall eine richtig große Villa bauen oder sowas. Du Schwein. So. Reicht das oder reicht das nicht? Nee, das reicht nicht. Das reicht mir auf jeden Fall nicht. Ich brauche mehr Platz. Spätestens wenn die Erde alle ist, muss man anfangen zu bauen. Das nützt nichts. Wenn ich das... Okay, die Erde ist gleich alle. Wenn das natürlich zu lange dauert, ich möchte in der nächsten Folge dann nicht weitermachen mit dem Fundament hier, dann werde ich das so lange offstream schnell fertig machen und werde dann erst wieder aufnehmen, wenn ich anfange zu bauen. Zu viel ist sicher.
Oh Gott. Ach, fuck, Mann. So, sind wir wieder oben. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilzhaus. So ein Pilz halt. Ich hoffe, ich krieg das hin, ey. Aha, aha. Ganz interessant. So, wird das reichen? Oh ja, das wird dann reichen von der Breite her. So, ich mach mal noch eins. Zack. So, warum habe ich das jetzt erst hier rausgebaut? Natürlich. Damit ich hier leichter auffüllen kann. So, dann ist die Erde auch gleich alle. Und das müssen wir wegmachen. Sollte reichen, wenn ich das Ding hier weghacke. So. Dann dürften die, genau, anderen Blätter von alleine runterfallen. Ich werde mir mal für die nächsten Folgen muss ich machen. Einfach nur, damit ich mal hier ein bisschen andere Mucke reinkriege, werde ich mal aus dem Creative-Modus alle Schallplatten rausholen. Weil die Mucke, die ist zwar schön, beruhigend und alles, aber die nervt auch nach einer Weile einfach. Es einfach nur so ist. Und ja, das möchte ich auch nicht. Dass das hier die ganze Zeit Du hast so ein bisschen, hast es mit Türen, ne? Türen sind nicht deine Freunde. So, ja, okay, Leute, ich werde jetzt hier mal die Folge beenden, werde mal die Plattform hier zu Ende bauen, offscreen. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich anfangen kann, hier das Haus zu bauen. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Abonnieren und liken wäre echt schön, dann könnt ihr auch bei der Verlosung teilnehmen. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao.